Guten Morgen, Lokführer. Öffnen Sie hier die Türen, damit die letzten verfrorenen Fahrgäste des Tages in den warmen Lind 41 einsteigen können. Auf Ihrer Fahrt von Kiel nach Brez halten Sie an alle Stationen. Es sollten Sie keine passierenden Züge erwarten, da die meisten anderen ihre Fahrt bereits beendet haben. Der Zeitplan ist zwar kurz, aber ziemlich knapp. Verspäten Sie sich nicht. Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass ihr einschaltet. Schön, dass ihr wieder da seid. Der Train Simulator 21 ist letzte Woche erschienen mit der Norddeutschen Bahn, die wir uns hier heute mal anschauen werden. Ihr seht das Ganze RB84 nach Brez. So sieht also heute unser Fahrplan aus. Schön, dass ihr da seid. Und dementsprechend wollen wir nochmal natürlich so ein bisschen gucken, was sich so verändert hat im Train Simulator 21 und was sich nicht verändert hat. Das alles und mehr gibt es jetzt hier in dieser Folge. Also steigt ein ins Warme etwas, denn es ist kalt draußen. Also irgendwann mal, also die Tage, die werden jetzt immer kürzer und weißt Bescheid, sind es 230 Grad draußen, aber hier im Train-Simulator ist kalt, hier stehen Weihnachtsbäume, naja, was willst du mehr, ne? Oh Tannebaum, oh Tannebaum. So gut, wir werden erstmal jetzt hier soweit hier alles erstmal einstellen, wir werden mal die SIFA aktivieren und Türen sind geschlossen, dann können wir hier erstmal Fahrt rausnehmen und heizen los mit unserer Dieselmaschine hier, mit unserem Dieselzug. Ratschen. Und los geht's. Mit 40 dürfen wir. Aus dem Bahnhof heraus. Ja, ist natürlich eine dunkle Aufgabe, denn es gibt keine Aufgabe, die tagsüber spielt. Das ist ein bisschen schade. Oh, wir sind ein bisschen schnell. Wir sind ein bisschen schnell. Bremsen. Das darf uns nicht passieren. SIFA bestätigen. Mit 40 nehme ich jetzt raus. Haben wir ja gerade gesagt. Ja, der Train-Simulator 21. Natürlich, wie gesagt, ist das die deutsche Strecke, die mit dazugeliefert wird, wenn ihr euch den Train-Simulator neu kauft. Oder aber ihr einfach nur dieses Upgrade durchführt, wo natürlich alle Strecken mit dabei sind. Das kann man natürlich hier auch irgendwie machen. Ja, ist eigentlich an sich eine entspannte Strecke. Wir sind sie, glaube ich, einmal gefahren bis dato, aber sonst, glaube ich, nie wieder. Kann man sich gut geben. Wie gesagt, sieht schon echt malerisch aus, wenn du hier durch so eine Winterlandschaft fährst. Allerdings, wie gesagt, bietet sie auch nur Winterlandschaften. Ich habe gerade auch geguckt im Steam Workshop oder auf fremden Webseiten, ja, also hier Railsim und sowas, wie sie sich alle nennen. Kannst du keine Aufgaben runterladen. Ja? Also es gibt keine verfügbaren Aufgaben, die du runterladen kannst, was natürlich ein bisschen schade ist. Weil ja, wenn du dich damit nicht auskennst mit dem Szenarien-Editor, dann kannst du mal nicht eben schnell mal hier so eine eigene Aufgabe basteln. Finde ich persönlich ein bisschen schade. Und da kommen wir nämlich auch zu der absoluten Highlight vom Train Simulator 21. Und zwar hat man eigentlich nichts Neues mit drin. Außer ja, man hat sich ein bisschen den Workshop angenommen, was natürlich ein bisschen dürftig ist, denn der Workshop, ja, wisst ihr ja, ist ja bei dem Train Simulator ja doch ein bisschen beschränkt. Ja, du kannst dann natürlich im Workshop nur Szenarien hochladen oder erstellen, ja, wenn du natürlich das ganze Gekaufte auch dort hast. Ja, also du kannst ja zum Beispiel jetzt nicht, wenn du zum Beispiel 3D-Zug-Elemente drin hast, ja, dann kannst du sie zum Beispiel schon gar nicht mehr hochladen. Hier zum Beispiel auch ein schöner Fehler, hier haben wir ein rotes Signal. Das passieren wir jetzt einfach, ohne dass wir jetzt irgendeine Strafe kriegen. Pass mal auf. Nichts. Top. Ja, normalerweise wäre jetzt die Zwangsbremsung da, K.O., lösch mich und was weiß ich alles. Ja, also die größte Neuerung ist wirklich der Steam Workshop, wo persönlich aber ich der Meinung bin, dass ich da nicht wirklich viel verändert hat und sonst ist eigentlich alles gleich geblieben. Da muss man jetzt nichts groß zu sagen. Also ist ein bisschen schwach. Man hat jetzt hier einfach bloß einen 21 rangehangen, weil es vielleicht schön aussieht, aber inhaltlich ist es genau das gleiche wie der Train Simulator 2020. Ja, also die größte Neuerung in den letzten, ich sag mal, Jahren war tatsächlich wirklich die 64-Bit-Upgrade. Ja. Und sonst war es eigentlich ja immer das gleiche. Und immer wieder das Gleiche. Aber nun gut. Wer damit leben kann, wer den Train Simulator sowieso schon gut findet, ne, was willst du da eigentlich verbessern? Ich meine, der ist, die kannst du eigentlich nicht groß verbessern. Oh, genau.
mit 60. So, bestätigen. Und dann passt das. Muss aber auch sagen, ja, es, er ruckelt und zuckt nicht mehr. Finde ich geil. Ja. Also das hat echt gut geklappt. Hätte ich nicht gedacht. Achso, da kommt nochmal Ankündigung mit 60. Egal. Weil wir sowieso der letzte Zug hier sind, kann uns ja in der Regel hier auch nichts passieren. Wenn wir ein bisschen später reinkommen. 15 Minuten dauert insgesamt so die Aufgabe. Also auch relativ schnell gemacht. Jetzt machen wir einen Gleiswechsel und dann kommt auch schon Kiel-Elmschenhagen. Feine Namen. Aber wie gesagt, die ganze Szenario ist halt einfach nur im Wintercity. Finde ich persönlich schon wirklich sehr, sehr schade. Ich wollte gerade mal nur im Editor gucken, ob man mal schnell die Uhrzeit vielleicht noch umstellen kann, damit es vielleicht auch tagsüber mal ist. Nope. Weil so eben schnell ist nicht. Wer hätte es gedacht? Ja, wie gesagt, das sind so die Sachen, wenn du dich damit halt nicht auskennst. Ne? Dann lässt es lieber, deswegen habe ich ja den Phasus, der mir sonst immer die ganzen Szenarien erstellt und sowas. Ne? Der kennt sich damit aus, der hat sich damit schon ein bisschen beschäftigt, soweit da funktioniert das, aber ich glaube, weiß gar nicht, ob er die Strecke überhaupt hat. Shoot! Ja, PCP funktioniert ja auch irgendwie nicht. Das fand ich auch ein bisschen eigenartig. Und Anhalt bitte. Hallo. So. Naja, ist nochmal gut gegangen. Oder jetzt die erste Tür zum Beispiel vorne nicht geöffnet hat. Gut, da müssen wir beide Bremsen benutzen. Aber hier überall in die Tannenbäume. Ich meine, das ist schon cool, wenn du so ein Wintersetting suchst oder sowas, ja, dann ist diese Karte echt großartig. Aber wenn du das jetzt einfach so mal jetzt im Sommer spielen willst, geht gar nicht. Oh. Hallo. So, ach ne. Natürlich muss man auch dazu sagen, dass das keine neu erfundene Strecke ist. Ne? Die gab es schon natürlich letztes Jahr. Konnte man als Pellware DLC kaufen. Ist jetzt praktisch jetzt halt nur als Bonus, als nette Dreingabe jetzt dazugekommen, um halt vielleicht einen Kaufgrund zu haben, warum man jetzt den Trennsimulator jetzt nochmal neu kaufen sollte. Dementsprechend gibt es eine amerikanische Strecke und eine britische Strecke neu dazu. Ich meine, wenn du es halt so siehst, ne, dann sieht es schon verdammt gut aus. Mit den ganzen Tannenbäumchen hier und alles sowas, ne. So, wir dürfen wieder ein bisschen schneller fahren. Ich finde es halt schade, dass der Trainingssimulator sich damit jetzt mittlerweile echt ausruht. Also ja, wächst mal neuen Content oder irgendwie sowas. Das finde ich halt tatsächlich ein bisschen mau. Also ich versuche hier gerade mal so den perfekten Gang zu finden, damit wir jetzt hier nicht so schnell runter fahren hier, runterfahren mit unserer Zahl hier. Der schießt auch gleich nach vorne wieder.
Sifa. So. Jetzt haben wir die Ankündigung 50. Ja, sogar Schneemann an der Seite. Ich meine, die ist extrem hübsch detailliert, ja, das kann man echt mal sagen. Auf Vorankündigungszeichen hier sind, das ist ja Wahnsinn. Jetzt kommt eigentlich erst das eigentliche Hauptsignal. Und dann kommt jetzt auch schon der nächste Bahnhof. Reisdorf. Ja, insgesamt gibt es halt Aufgaben, die sind über 90 Minuten lang und alles sowas. Es wird dazu noch, glaube ich, die BR218 wird mitgeliefert, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und halt dieses Schmuckstück, der Lind. Ja, bei den anderen Strecken, der bin ich jetzt persönlich jetzt nicht so gut beraten mit. Versuche ja eigentlich nur noch deutschen Content zu kaufen. Oh. Na genau. Ein bisschen vor musst du noch kommen. War natürlich ein bisschen schwach. Drück immer die falsche Taste hier. So, dann können wir mal die Türen aufmachen. Sind doch beide Türen offen. Spektakulär. Echt nur die Möglichkeit, ob wir jetzt hier oder hier sitzen wollen. Können uns nicht mal umdrehen oder sowas. Das ist natürlich schon ein bisschen schade. Aber naja, das ist halt so ein typischer Lind hier. So, Türen sind zu. Ist ja interessant, Vorne sitzt hier keiner bei uns, aber hinten, ja.
Ja, also das ist es. Sonst, wie gesagt, nichts getan, sonst weiter im Trennsimulator 29. Wird natürlich alles automatisch umgemodelt. Solltet ihr natürlich schon vorher den Trennsimulator halt besessen haben, dann, wie gesagt, wird das automatisch abgedatet. Dann habt ihr den 21er, müsst ihr nichts dazu tun. Die Karten natürlich, ja, entweder separate zukaufen oder aber ihr kauft euch die ganze Collection oder aber ihr sagt als drittes, brauche ich nicht. Dann ja, habt ihr die Strecken halt nicht, aber ihr habt trotzdem alle Vorteile vom Trennsimulator 21. Die es so eigentlich nicht wirklich gibt. Aber man hat sich auch nicht wirklich konkret dazu geäußert, was damit gemeint ist. So, man hat sich den Steam Workshop angenommen. Wenn da irgendwie was rauskommt, dann verraten wir es euch natürlich. Aber so im Großen und Ganzen. Ja, ein bisschen schade, ein bisschen dürftig, aber mein Gott, ein geschenkten Glaube schaust du nicht ins Maul, sagt man ja immer so schön. Ne? Und wenn es was umsonst gibt, dann sind wir doch eigentlich alle immer brav am Start. Und ja, andere dafür hätten zum Beispiel wieder Geld genommen. Ja, also darf man halt auch immer so nicht vergessen. So, da kommt auch schon Brez. Gut. Aber es war jetzt nicht allzu dunkel die ganze Zeit. Aber ich gehe mal davon aus, es war in Ordnung. Hier zum Beispiel, das macht auch wenig Sinn. Warum dürfen wir jetzt hier mit voll Karacho jetzt hier in den Bahnhof rein? Das weiß keiner. Diese Fehler immer in Train-Simulator oder auch Trainsim World. Die kriegst du wahrscheinlich auch nie weg. Würden wir denn eigentlich da sein? 59? Ja, naja. Ein paar Minuten später. Also was heißt ein paar Minuten? Eine Minute später. Ich denke mal, das ist noch verkraftbar. So, wenn wir so aussteigen. Jo, holen Sie die Fahrgäste ab. Leute, das war's von der Folge hier mit dem Train Simulator 2021. Gerne könnt ihr mir mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, was ihr davon so haltet. Ob ihr ein bisschen mehr erwartet habt von DevTech Games oder ob ihr sagt, es ist alles gut so, wie es ist. Denn, wie gesagt, nutzt dazu gerne die Kommentarfunktion. Schreibt es am besten einfach unten mit rein. Würde ich mich natürlich mega darüber freuen. Und sonst, ja, mal schauen. Sehen wir uns vielleicht eventuell in der nächsten Folge wieder mit was Interessantem. Und von daher bedanke ich mich natürlich, dass ihr dabei wart, verabschiede mich hier und sage bis denn. Tschüss!